mich sehr.
Hallo. Schreitet wohl. Thank you.
wie der Biss eines Klos. Nur ein Kratzer. Verdammt. Thank you.
Kommissar, habt ihr einen Augenblick? Ich denke, wir beide könnten ins Geschäft kommen. Was? Oh, natürlich. Es ist eigentlich ganz einfach. Aber da ihr so freundlich wart, mir eure Aufmerksamkeit zu schenken, möchte ich mich erst einmal dafür erkenntlich zeigen. Ihr seid viel auf Reisen, richtig? Ich habe ein paar Handwerksbücher, über die euch sicherlich nützlich wären. Welches wollt ihr? Sehr schön. Sagt, wollt ihr euch vielleicht noch ein paar weitere Bücher oder Groschen verdienen? Es gäbe da etwas, wobei ich Hilfe bräuchte. Machen wir es kurz. Ich habe ein Problem. Und dieses Problem ist meine Schwester, Sila. Wisst ihr, ich gehöre zu der Sorte Mensch, denen nicht alles vom Schicksal in die Hand gelegt wurde. Mein Heimatdorf, ein kleiner Ort namens Seeheim, wurde, als ich noch ein Kind war, von Banditen überfallen. Tja. Und sowohl mein Vater als auch meine Mutter kamen dabei ums Leben. Danke. Aber das ist nicht nötig. Die Vergangenheit gehört in die Vergangenheit. Fakt ist, meine Schwester und ich sind unterschiedlich damit umgegangen. Während ich das Erbe unseres Vaters, das wir aus dem Dorf retten konnten, dafür benutzte, in seine Fußstapfen zu treten und ein Geschäft aufzubauen, schloss sie Gesellschaft mit den falschen Leuten, mit denen sie sich auch heute noch umgibt. Kurzum, sie ist eine Staubschnupferin. Tag und Nacht verbringt sie in irgendwelchen Spelunken der Unterstadt und verprasst den Rest unseres Vermögens für ihre Sucht. Das wäre alles kein Problem, wenn durch die... Naja, die jüngsten Ereignisse auf der Welt das Geschäft nicht schlechter laufen würde als sonst. Ich brauche unser Vermögen, und zwar das Ganze, um das Geschäft am Laufen zu halten. Glimmerkappenstaub, blaues Glück, Todespuder oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Eine der gefährlichsten Droge Winz. Das könnte ich, aber dass ein Gardist freiwillig in die Unterstadt geht, ist unwahrscheinlicher, als dass ein Bateur es zum Oberstädter Barbier schafft. Die Ralata hat dort unten das Sagen und das weiß Sila ganz genau. Nun, genau genommen ist es unser Geld. Unser Vater hatte Anteile an einer Gilde hier, der Schraube, Hut und Pfusch AG. Er war so stolz darauf, daran erinnere ich mich jetzt noch. Glücklicherweise konnten wir das Anteilsschreiben retten und haben es vor ein paar Jahren zur Bank gebracht, nachdem ich begriffen habe, wie wertvoll es mittlerweile geworden war. Tja, und seitdem hat sich einiges an Groschen angesammelt. Keine Unsummen natürlich, aber genug, um mein Geschäft jetzt gerade vor dem Bankrott zu bewahren. Versteht ihr? Ja, theoretisch ist es Silas und mein Geld. Aber ohne mich wäre davon jetzt schon nichts mehr übrig. Sie hätte es für dieses blaue Puder verschleudert. Und ich werde nicht zulassen, dass sie das Erbe unseres Vaters derart beschmutzt.
Fragt ihr mal einen Staubsüchtigen nach seinem Geld. Die traurige Wahrheit ist, dass Sila, so heißt meine Schwester, gemerkt hat, dass ich meinen Teil des Erbes einfordern will. Und da das nicht in ihrem Interesse ist, hat sie den Schlüssel zu unserem Bankfach versteckt. Ich will, dass ihr ihn für mich holt. Wie ihr das tut, ist mir egal. Aber wenn es euch gelingt, soll es nicht zu eurem Nachteil sein. Erstmal solltet ihr versuchen herauszufinden, wo Sila den Schlüssel versteckt hat. Sie treibt sich für gewöhnlich im falschen Hund herum. Das ist eine Spelunke in der Unterstadt. Kommt zu mir, wenn ihr etwas gefunden habt. Bisher. Wenn nicht, was interessiert euch das? Hört, ich weiß, ihr meint es gut, aber bitte, gerade nicht. Wirklich nicht. Ach ja? Und wer seid ihr? Noram Wasserklinge, wieder auferstanden? Seien wir doch mal ehrlich. Heutzutage bedeutet helfen doch im Klartext, dass ihr euch eine Belohnung erhofft. Als würde es irgendjemanden in dieser Welt geben, dem es am Ende nicht nur um seine Groschen gehen würde. Dieser Mistkerl Golfur hat es bewiesen. Bitte, ich... Lasst mich einfach in Frieden. Ihr bekommt gerade Wut ab, die ihr nicht verdient habt.